Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich Kartoffel-Dinkelbrötchen und so sind die geworden. Richtig schön leicht, klein und groß. Und wenn wir die aufschneiden, dann sehen die so aus, schaut ihr. Richtig schön weich und fluffig. Ja, und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich die gebacken? Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Sind die wirklich gut gelungen. So, als erste kochen wir Kartoffeln weich. Das Wasser müssen wir aber uns aufheben. Deswegen messe ich erstmal das Wasser ein bisschen ab. Ungefähr so 125 ml. Und das restliche siebe ich komplett ab. Lassen wir jetzt das Wasser abkühlen und Kartoffeln werden wir auch etwas zerstößen, dass er auch schneller wird abgekühlt. So, das haben wir. Das Mehl nehme ich Dinkelmehl. Es passt hier ob 630 oder 1050. Habe ich die auch durchgesiebt schon. Und zu dem Mehl gebe ich 1 Teelöffel trockene Hefe. Kann man natürlich auch mit dem frischen Hefe machen. Dann nimmt ihr ungefähr so 10 Gramm gestrichene Teelöffel, wird das reichen. Gleich hier mische ich halbe Teelöffelchen Zucker und 1 Teelöffel Salz. So, und trockene Zutaten sind schon fertig. Jetzt brauchen wir, dass unser Wasser etwas abkühlt und dass wir können den Teig anrühren. Sonst, wenn das heiße Wasser nehmen wir jetzt zu den Hefe, dann können die Hefe kaputt gehen. So, das Kartoffelwasser jetzt abgekühlt, ist warm, aber nicht heiß, gebe ich komplett hier zu den Kartoffeln und verstoße nochmal zu so einem richtigen Brei. So, das reicht. Es wird schon im Teig gut durchgeknetet. Jetzt kann man den Teig machen mit der Maschine oder mit der Hand. Gebe jetzt den zerstoßenen Kartoffeln zu dem Mehl. Dann gebe ich ungefähr so ein Esslöffel Olivenöl oder Rapsöl kann man reinmachen. Und dann machen wir jetzt schon unseren Teig. Der Teig soll wie alle Hefeteige sind schön weich sein. Und wenn ihr zum Beispiel spürt, oh, euer Teig ist fester, dann gebt ihr ein bisschen noch warmes Wasser dazu, wenn es nicht reicht. Weil Mehlqualität ist immer unterschiedlich und da kann mal passieren schon, dass plus minus wird es schon sein. Auf jeden Fall, das soll kein harter Teig sein wie für Nudeln. Machen wir auf den Tisch und kneten wir schön zusammen. So, haben wir jetzt alles zusammen und jetzt einfach durchkneten. Wenn es klebt ein bisschen, kann man Öl dazu geben. Erstmal so ein bisschen rutschig. Oder Mehl. Aber ich spüre, dass Mehl hier in diesem Teig ist schon überflüssig. Und deswegen nehme ich lieber ein bisschen Öl. Dann ist es einfacher zu kneten. Und mein Teig wird nicht fester. So, fühlt sie sich richtig schön weich. Schaut ihr. Richtig schöner Teig. Es fühlt sich sehr gut in die Hand. Leicht zu kneten. Müssen wir auch nicht zu lange kneten. Zu so einer Kugel machen, unsere Schüssel nehmen, bisschen Öl rein und lassen wir an warmen Ort unser Teig so doppelt vergrößern, dass er schön aufgeht und dann machen wir es weiter. So, nach 1,5 Stunden, schaut ihr, wie sieht unser Teig aus, sieht sehr gut aus, ein bisschen Mehl und hole den Teig raus.
schöne weiche Teig. Kneten wir noch kurz durch. Und dann teilen wir schon unseren Teig auf 6 oder 8 Teile. Es kommt darauf, wie groß möchtet ihr gerne eure Brötchen haben. So die Hälfte und dann mache ich noch hier 3. Aus dem Teig werden wir dann so eine Kugel drehen, bisschen Mehl dazu geben. Mir ist bequemer, auf den Haltes zu machen, weil ich kann immer so ein bisschen mit meinen Fingern diese Spannung oben machen. Und wenn wir so eine Kugel haben, setzen wir ihn drauf auf den Blech. Auf dem Blech habe ich so eine Dauerfolie. Ich habe nichts was bestrichen oder sowas, einfach nur so. So formen wir jetzt mal die Brötchen. Der Teig ist wirklich sehr schön geworden. Sehr fluffig, schön weich. Oder aus diesem Teig kann man auch nur einfach ein Brot machen. Wenn ihr keine Brötchen wollt haben, dann passt genau in Kastenform so ein kleines Brot. So, meine Lieben, setzt die Brötchen ein bisschen voneinander und da kann man auch ein bisschen noch mit dem Mehl bestreuen oder durch den Sieb oder so wie ich mit der Hand. Decken wir jetzt zu. So. Und lassen wir erstmal die Brötchen ein bisschen aufgehen. Das mal sieht man, dass die haben sie sich vergrößert. So ungefähr 20-30 Minuten. So, es sind jetzt 30 Minuten vergangen. Aber was kann ich sagen? Mein Teig ist doch etwas zu weich geworden. Und jetzt geht es schön auseinander und nicht hoch. Eigentlich sieht man richtig so schöne Luftblasen, aber leider geht er mehr auseinander, fast wie so Ciabatta-Brötchen, als so normales Brötchen. So, schneiden wir noch ein bisschen hier in die Mitte ein. Beim Kneten erstmal habe ich gedacht, es ist zu wenig Flüssigkeit, aber wo der Teig aufgegangen hat, man gesehen, es war 125 Milliliter, wohl ausreichend. Sogar könnte mal ein bisschen Mehl noch dazu geben. So, den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und dann stellen wir noch eine so eine Schüssel, wo wir heißes Wasser reinmachen und auf den Boden von dem Backofen reinstellen. Und gehen unsere Brötchen hier so ungefähr für 20-24 Minuten backen. So, ich habe jetzt 23 Minuten im Backofen gehalten und so sehen dann unsere Brötchen aus. Die sehen sehr, sehr gut aus. Sehr leicht, wirklich federleicht, nur sehr, sehr heiß. Schön knusprig. Wir lassen die jetzt erstmal abkühlen und danach schneiden wir eine auf. So, meine Lieben, Brötchen sind schon ein bisschen abgekühlt, kann man schon in die Hand nehmen und sich nicht verbrennen. Und jetzt werden wir natürlich einmal aufschneiden. Aber hört mal bitte, wenn mal unten drauf klopft, wie schön durch sind die. Und die sind sehr, sehr leicht, wirklich. Tada, richtig schöne, weiche Brötchen. Sehr schön. Duftet richtig schön. Wirklich sehr gut gelungen. Vielleicht sehen die nicht so perfekt aus, aber schmeckend tun sie bestimmt sehr lecker. Salz, alles genug, schmecken die wunderbar lecker. Freue ich mich, an Tisch servieren und unser Abendbrot genießen. Darauf kann man machen, alle unterschiedliche Sachen drauf machen und genießen. So, liebe Freunde, ich hoffe, dass eine oder die andere das ausprobiert und nachbackt und mir einen Kommentar hinterlässt. Wie ist das bei euch geworden? Wie schmeckt es für euch? Wirklich schöne, weiche, fluffige Brötchen geworden. Einfach, was will man dann auch mehr? So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und danach eure Brötchen genießen. Alles Liebe, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!